Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Film geht es mal wieder um eine Produktempfehlung. Und zwar ist dieses Video auch deswegen entstanden, weil ihr mir ständig Fragen stellt. Und zwar seht ihr mich ja immer wieder mit meinen Bildern auf dem Laptop rumrennen. Das war übrigens von der Website Jela Skin. Ja, da haben wir das eingeschickt und haben das gemacht. Da gibt es ein extra Video dazu, ne? Also wenn ihr wissen wollt, wie man das Laptop verziert. Aber so Sachen werde ich halt immer wieder gefragt. Wo machst du das alles und so weiter. Und heute geht es um mein Handycover. Und was ich auch habe, ist so eine Laptop-Tasche, ja, also so eine Hülle für meinen Laptop, wo auch mit meinem Brand drauf ist und alles. Und ihr habt mir da einfach die Frage gestellt, wo habe ich das machen lassen? Ich sage es direkt dazu, die Firma, mit der ich es habe machen lassen, ist Caseable oder Caseable. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Ich habe jetzt keinen Deal mit denen, dass wenn ihr da irgendwie bestellt, ich da irgendwie was davon habe. Und ich mache dieses Video auch wirklich nur deswegen, weil ich mit der Qualität super zufrieden bin. Es gibt auf dem Markt mit Sicherheit einige, die Handycover anbieten. Ja? Und wenn ihr zufrieden seid, dann macht euer eigenes Video darüber, wo ihr es her habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit Caseable, so nenne ich es jetzt mal, Erfahrung gemacht, positive Erfahrung gemacht und möchte das daher auch euch empfehlen. Weil eben viele von euch eben auch sowas haben wollen, mich eben ständig fragen, wo man das bekommt. Ich werde auch nochmal die Firma anschreiben, dafür, dass ich dieses Video mache, ob sie uns einen Rabatt oder euch einen Rabattcode geben, ja, weil es ist ja auch eine Promotion jetzt. Ich hoffe, die sagen zu, dann, wenn wir einen Rabatt, also ihr, ich habe es ja schon, wenn ihr einen Rabattcode bekommt, dann poste ich den Link nochmal in der Videobeschreibung. Was ich mir machen lassen, ist so eine iPhone 6 Hülle. Das Material ist super, der Druck, es ist halt klein, aber der Druck ist auch super, also die Bilder kommen auch gut. Man kann auf der Website sich das alles erstellen, ja, also dieses Design, das habe ich ja schon öfter genutzt, das hat mir mal der Gabo erstellt, das habe ich ja wie gesagt hier schon auch auf dem MacBook drauf und das könnt ihr selbst erstellen. Es gibt auch jede Menge Designs schon auf der Website, die ihr nutzen könnt und die Qualität ist irre gut, also wirklich. Der Sitz der Firma ist, glaube ich, in Berlin, aber die lassen das irgendwo in Brooklyn, Amerika machen. Und es ist alles da irgendwie selbst gemacht oder steht da irgendwie auf der Website. Ich glaube das denen auch, denn die Lieferzeit ist, die dauert ein paar Tage. Ist jetzt nicht Monate oder so, aber es ist nicht wie Amazon Prime, ihr bestellt was, am nächsten Tag ist es da. Sondern da können auch schon mal ein paar Werktage draufgehen. Ich bitte euch einfach nur mal auf der Website selbst vorbeizuschauen, weil viele kennen diese Website gar nicht. Macht euch da selbst ein Bild von, entscheidet dann selbst, ob ihr da was bestellen wollt. Also meine Empfehlung habt ihr, die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade diese Laptop-Tasche, die nutze ich jetzt regelmäßig. Und die Handyhülle, bei der Handyhülle, da würde ich mir noch wünschen, dass es bald noch Variationen gibt. Aktuell gibt es jetzt nicht viele verschiedene Handyhüllen. Ich würde mir halt noch irgendwie so ein paar, keine Ahnung, Variationen wünschen. Also es ist halt eine sehr einfache Handyhülle, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ja? Und da bin ich einfach mal gespannt, was da zukünftig kommt. Von dem her, von mir, eine Empfehlung. Schaut einfach auf der Website vorbei. Und wenn euch irgendwie noch was anderes interessieren sollte, mal ein anderes Produkt, das ihr bei mir seht. Also ich berichte jetzt ungern über Sachen, die ich nicht kenne. Kann ich auch gar nicht berichten. Aber wenn ihr irgendwas bei mir seht in Videos, wo ihr sagt, Kelvin, erklär doch mal. Ja, kannst du das empfehlen, ja oder nein? Ich meine, ich hab's ja, ne? Dann kann ich es auch wahrscheinlich empfehlen. Aber vielleicht ist auch mal der ein oder andere Fehlkauf dabei, keine Ahnung. Das hier auf jeden Fall nicht. Schaut vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Anmerkungen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.